Leute, was geht? Heute ein neues Video von mir. Und zwar habe ich einen Koffer bestellt. Von Gedor. Und den will ich mit euch heute einmal auspacken, aufmachen und gucken, wie die Qualität so ist. Da ist er. Der kleine Stinker. Was ist los? Kommst du nicht rein? So. Da haben wir das gute Stück. Das ist der Gedor R4560 3172. Und zwar habe ich mir den gekauft, weil es unpraktisch ist, wenn man irgendwo eine Reparatur macht, muss man immer den kleinen Knarrenkasten mitnehmen, den großen Knarrenkasten mitnehmen. Und ja, dann das ganze Zubehör, Imbus und was weiß ich nicht alles. So, und dann läuft man sich ein Wolf. Deswegen habe ich mir noch so einen Koffer bestellt, wo halt einfach alles drin ist. So, diesen Koffer, den kriegt man schon für 107 Euro plus Versand. Also relativ günstig, ne? Also finde ich jetzt. Und ich wollte mich einfach mal von der Qualität überzeugen. Wie gesagt, der ist heute angekommen. Ich mache den einfach mal auf. Hier ist so eine Plastikfolie drum. So, und der erste Eindruck ist eigentlich auf jeden Fall gut. Dieser Koffer, der ist, na gut, das ist relativ dünnes Plastik, würde ich mal behaupten. Aber hier mit dieser Aufschrift finde ich das echt auf jeden Fall ansprechend. Er hat hier so einen Kantenschutz dran und Metallverschlüsse. Ja. Hier oben sieht man vom Design her, dieser Verschluss hier, der ist halt Chrom. Kann man mögen, muss man nicht. Also verschließen tut er gut, ist aber relativ dünnes Metall. Also anfällig dafür, dass er dann irgendwann nicht mehr schließt, weil er sich verbiegt. Ja. Mal gucken, was da so alles drin ist. So, dann wollen wir ihn mal aufmachen. Zack. So, hier liegt direkt schon das erste Teil rum. Das finde ich jetzt aber nicht schlimm. Das wird wahrscheinlich an dem Paketboden liegen. So, dann haben wir hier so ein, kennt jeder, so ein komisches Schaumstoffding. Das muss auch drinnen bleiben, damit die anderen Nüsse nicht rausfallen. Ja, was haben wir denn hier? Ich sehe auf jeden Fall eine ganze Menge Nüsse, Bits und Knarren. Anordnung her, kann man erstmal gucken. Finde ich eigentlich relativ übersichtlich. Hier haben wir die kleinen, hier dann die mittleren und hier die großen Nüsse. Also das geht insgesamt von 4 bis zur Größe 32, Standard halt für so einen Koffer. Haben wir hier noch Zündkerzeneinsätze. 21, das wird wahrscheinlich 17 sein, ne, 18. Und 16, das ist wahrscheinlich so für Roller oder sowas oder Motorrad oder so. Dann haben wir hier hinten noch eine ganze Reihe mit, ich nenne es immer Außentorx, Nüsse, also wenn man da mal reinguckt. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde die Nüsse, die sehen auf jeden Fall, die gefallen mir, weil die sind hier oben so ein bisschen rau und hier unten so glatt und haben hier halt auch so eine Riffelung. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man dann sozusagen gelöst hat und die Schraube rausdrehen will. Oftmals lässt man ja die Nuss drauf. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir hier auf jeden Fall Bits für die mittlere Knarre. Oh, das sitzt aber auch ziemlich stramm. Aber ist ja nicht schlecht, dass es stramm ist. Ja. Ja, eigentlich alles, was man braucht. Hier haben wir natürlich noch kleine Bits. Torx. Okay. Da haben wir jetzt aber kein Kreuz oder sowas. Das haben wir dann wahrscheinlich hier.
Hier haben wir dann Schlitz, Kreuz, Imbus, Torx. Hier haben wir den Loch-Torx. Hier haben wir noch Langnüsse, was auch nicht schlecht ist. Dann haben wir hier noch einen Imbus-Satz. Jetzt ist auch eigentlich alles echt fest drin, ne? Muss ich sagen. Also ich denke mal, ja selbst hier, ja okay, die Nüsse natürlich nicht, ne? Obwohl die haben auch so einen gewissen Halt, weil die dort so ein bisschen passend reingesteckt sind. Ja, der Imbus-Satz hier, der ist natürlich, ja, das ist halt sowas, was man bei Ikea irgendwie mitgeliefert bekommt. Ne? Natürlich in so einer Anordnung hier, in so einer Verpackung, ist nicht schlecht. So fliegen die nicht durcheinander. So, dann nehmen wir uns mal die Knarre, gucken uns die an. So, dann machen wir mal hier mit der Knarre weiter. Ich finde ehrlich gesagt, die sieht ein bisschen billig aus. Also zumindest der Griff. Also ab hier. Ja, es ist zwar gummiert, aber irgendwie hier sind so ein bisschen, das Gummi ist so ein bisschen scharfkantig und nicht schön gearbeitet, muss ich sagen. Aber, ja. Ja, ich weiß es nicht genau. Also, meine Favoritenknarre wird es nicht. Aber ich denke mal, man kann sich auf jeden Fall damit behelfen. Sie ist auch relativ lang, muss ich sagen. Weil wenn du die so in der Hand hast, dann guckt die so schon so ein ganzes Stück eigentlich rüber. Ich bin das gewohnt, dass die eher eigentlich so liegen, wenn du die in der Hand hast. So ein bisschen weiter hier, dass du hier so schrauben kannst. Ja. Hat hier so einen Schnellverschluss, da können wir uns mal hier so eine Nuss nehmen. Mal gucken. Das funktioniert gut. Ah, ja, ein bisschen hakelig, muss ich sagen. Bisschen hakelig. Aber funktioniert. So, dann stellen wir uns hier mal hier so mittig. So, 19 mal 4, 76. Ja, das ist schon eine ganz schön feine Knarre, muss ich sagen. Das haben andere Hersteller nicht. Also bei Stahlwill, da sind glaube ich 60 Zähne. Bin ich der Meinung. Und ja, also gefällt mir, ich mag Knarren, die fein verzahnt sind. Weil da hat man nämlich einen geringeren Arbeitswinkel. Da kann man dann auch in engen Räumen mitarbeiten. Allerdings macht die Länge, finde ich, das jetzt wieder weg. Ja, ich denke mal, das wird bei den anderen wahrscheinlich genauso sein. Ja, dieses Gummi, das finde ich echt nicht schön irgendwie. Das ist nicht so griffig, das ist so glatt. Das kann aus der Hand rutschen. Da müsste so ein bisschen angeraut sein. Aber ja, hier auch wieder ziemlich kantig. Aber von der Länge finde ich die jetzt auf jeden Fall besser. Weil wenn man die mal, ne, die kleine ist fast genauso groß wie die mittlere. So, ja. So, dann wollen wir mal gucken, hier auch Schnellverschluss. Die hat, ja, auch nicht so einen guten Druckpunkt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie noch so neu und scharfkantig ist. Ja. Es hakelt alles ein bisschen, muss ich sagen. So, ja, dann können wir mal hier probieren, eine Nuss draufzusetzen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert gut. So, dann gucken wir mal, was die hier für ein Innenleben hat. Ja, die hat auch 19, auch 76 Zähne. Finde ich aber gut. Das ist in Ordnung. Das macht Spaß, mit so einer Knarre zu arbeiten. Im Großen und Ganzen finde ich die in Ordnung. Man kann auch
das Innenleben aufschrauben und wahrscheinlich Ersatzteile bestellen, weil die ist hier auf jeden Fall verschraubt. Das gefällt mir. So, dann haben wir die große. Ja. Ja, auch wieder hier. Also wie gesagt, das Gummi, das finde ich absolut, also das gefällt mir nicht. Scharfkantig bisschen hier. Aber von der Länge her ist das in Ordnung. Ja. Vom Druckpunkt her hier. Ja, die ist schon besser. Die ist schon besser, das merkt man. Weil ganz oft schraubt man ja auch irgendwie so oder so. Und dann passiert das schnell mal, dass du sozusagen diesen Finger hier umlegst und drehst dann wieder los. Oder der bleibt dann in der Mitte stehen und dreht durch. So, und das, also das ist hier eigentlich in Ordnung. Das finde ich, das geht. So, was hat die? Die hat wahrscheinlich auch einen 60er. Obwohl ich das eigentlich schon ein bisschen fein finden würde für eine große Knarre. Ja, auch 19. Haben sie alle genau dieselbe Anzahl an Zähnen. Ja, hat hier noch ein Loch, um die aufzuhängen. Finde ich auch nicht schlecht, das haben auch nicht alle. Gerade wenn man die dann in der Werkstatt hat, so bei sich zu Hause an der Lochwand, kann man die schön aufhängen. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, dann gucken wir uns mal hier die Verlängerung an. Die finde ich ganz schön massiv, die ist dick, ist gut. Ne? Das hält auf jeden Fall ein bisschen was aus. Ja, ist in Ordnung. Die mittlere ist genauso. Oha. Das finde ich jetzt ja eigentlich ganz cool. Es gibt eine lange mittlere Verlängerung. Die ist natürlich viel filigraner als die andere. Da kann man dann sozusagen mit der mittleren drauf gehen. Und dann damit arbeiten. Das finde ich natürlich cool. Gut. So, was haben wir denn noch hier drin? Wir haben hier noch so einen Schraubenzieher, wo man die ganzen einzelnen Bits draufstecken kann. Ja. Ich finde, es hakelt alles so ein bisschen, ne? Also, es funktioniert. Aber das eiert da auch irgendwie so ein bisschen drauf rum, muss ich sagen. So, ja. Ich hätte mir jetzt anderes vorgestellt, weil ich das Werkzeug von Ghidorah eigentlich mag. Ja, so, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir jetzt noch so Bit-Adapter für die große, mittlere und kleine Knarre. Dann haben wir hier noch Gelenke. Ja, finde ich nicht gut. Die fällt schon fast runter von selber. Also die ist schon ziemlich weich. Die müsste noch strammer sein. Kennt wahrscheinlich jeder Kfzler, der sowas benutzt. Erstmal Tape drum wickeln ohne Ende, dass die steif bleibt. Na? Ja, die ist, finde ich, ein bisschen zu weich. Da finde ich die von Stahlwelle auf jeden Fall besser. Können ja nochmal die mittlere angucken. Ja, siehst du, da sieht man das schon. Hält eben nicht. Wenn du hier so ein bisschen rumwackelst, dann fällt die immer runter. Und dann kannst du das nämlich festhalten, bis du dann auf der Schraube bist. Und wenn das dann richtig steif wäre, dann könnte man einfach so bupp raufgehen, fest und gut. Naja. Also ich sag mal so, für den Heimwerker, beziehungsweise für den Hobbyschrauber, ist das absolut ausreichend, finde ich, dafür ist das ideal. Ne? Für Profis würde ich das Ganze, ich denke, für Profis, die es wirklich täglich 8 Stunden oder so im Gebrauch haben, würde das dieser Koffer schnell den Geist aufgeben.
Auch weil das hier alles irgendwie mit Plastik, ich meine, hier ist so ein Metallsplint drin, aber alles aus Plastik, nicht besonders sehr fest. So, das ist alles mehr so auf den Hobbybereich ausgelegt. Ja, Fazit, ist in Ordnung für 107 Euro, für privat auf jeden Fall, beruflich absolut würde ich sagen nein. So Freunde, das war's schon wieder mit meinem Video und mit meinem Koffer und ich hoffe, ich konnte euch helfen, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, ob es vielleicht dieser Koffer ist oder ein anderer Koffer. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo da lassen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Bis dahin, euer Menzelmeister.